Energie ist eine unsichtbare Information. Das ist Energie. Und je intensiver sie ist, desto höher ist die Frequenz. Und je höher die Frequenz ist, desto schneller zeigt sich das Manifest dieser Energie. Und die Energie, von der ich spreche, ist keine Energie, die unabhängig von uns existieren kann und das Außen informieren kann. Es ist keine Energie, die im Außen quasi ohne unser Zutun, ohne uns als Beitrag existieren kann. Und wie sind wir der Beitrag? Wie sind wir der Generator? Wie sind wir der Schöpfer von Energie? Durch unser Denken. Unser Denken und unsere daraus resultierenden Ansichten. Und diese Ansichten wiederum, die führen dazu, dass wir Rückschlüsse machen, dass wir logische Konsequenzen generieren. Und all diese Multidimensionalität, die in unserem Kopf passiert, führt dazu, dass wir etwas in unserem Körper spüren. Entweder fühlt es sich gut an und wir wollen mehr davon, oder es fühlt sich schlecht an und wir wollen weniger davon. Ich mache ein Beispiel. Eine Frau sagt, warum haule ich immer wieder Männer in mein Leben, die mich verarschen und ausnützen? Und anhand dieses Beispiels erkläre ich dir das mit der Energie. Diese Männer, die sich zeigen im Außen für uns, die Art und Weise, wie Menschen sich uns zeigen, ist vorher in uns entstanden. Weil die Art und Weise, wie sich Menschen uns zeigen, muss energetisch dem entsprechen, was ich an Energie in mir trage, an Information in mir trage. Und wenn ich mich selber, aus welchem Grund auch immer, informiere, als ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geliebt genug, ich werde nicht genug unterstützt, ich werde nicht genug wertgeschätzt, ja? Wenn ich das annehme, wenn ich das für mich rückschlüsse, wenn ich das für mich rückfolgere, dann bedeutet das energetisch, dass mir im Außen gezeigt werden muss, dass ich Recht habe. Es geht hier nicht um Recht, sondern es muss sich im Außen eben dieses Pendant zeigen. Und das kann ich nicht brechen, das kann ich nicht brechen. Diese Energie kann ich nur in mir selber verändern, indem ich meine Ansichten, Rückschlüsse und Annahmen mir gegenüber, meinem Seinszustand gegenüber verändere. Das ist die innere Heilung. Ich muss mich im Innen als diese heile und perfekte Version von mir wahrnehmen. Und meine innere Wahrnehmung ist das, was ich mir denke, ist das, was ich mir vorstelle, ist das, was ich über mich glaube, ist das, was ich über die anderen Menschen glaube. Hier brauche ich ein klares Konzept, das mich in meiner höchsten Divine Design Version annimmt, anerkennt. Und das muss ich selber machen, in mir machen, damit das Außen mir zeigen kann, dass es das auch über mich glaubt, auch über mich meint. Und nochmal,
außen ist auch mein Körper. Wenn wir körperliche Probleme, Symptome, Schmerzen haben, dann kommt das davon, dass ich mich gebrochen wahrnehme, dass ich mich nicht gut genug wahrnehme, dass ich hadere, dass ich an mir zweifle, dass ich an meinem Wert zweifle, dass ich an meiner gottgegebenen Perfektion zweifle. Und genau das ist es, wenn Dr. Joe Dispenza sagt, Gehirn und Herz Kohärenz. Die Dinge, die ich warm und schön und wunderbar über mich selber in meinem Herz spüre, muss ich auch in meinen Gedanken denken. Und deswegen ist es ja so leicht, dass ich diese Dinge so warm über andere spüre, über kleine Kinder, Mitgefühl für andere, Liebe, all diese wunderschönen Emotionen, die kann ich generieren im Zusammenhang mit anderen Menschen. Aber diese Bedingungslosigkeit und die bedingungslose Liebe, die immer wieder postuliert wird, bedeutet einfach nur, nimm dich bedingungslos als dieses Divine Design, dieses göttlich designte Mensch, Menschenwesen wahr und nicht als die eine Geschichte hat und nicht als die eine Herkunft hat, die eine Ahnenlinie hat, die ein Trauma hat, sondern spring da raus aus dieser Realität, aus diesem Denken, aus diesem Seinszustand. Und in dem Moment, wo du rausspringst, passiert diese Heilung. Aber nur, wenn du stabil in deiner absolut krassesten Überzeugung dabei bleibst, dass du dieses Wesen bist, das so geliebt, so unterstützt, so versorgt, so gewollt ist, dann passiert diese innere Heilung und es zeigt sich in all deinen Lebensbereichen inklusive Körper, was du meinst, was du glaubst, wovon du wirklich überzeugt bist. Und solange du noch überzeugt bist, dass du ein menschliches Wesen aus Fleisch und Knochen bist, mit einer Geschichte, mit Schuld, mit Sünden, die du begangen hast, mit Fehlern, die du gemacht hast, wirst du immer wieder Unheil produzieren in deinem Leben, unheile Situationen. Du wirst immer wieder darauf fokussiert sein, dass etwas nicht heil ist, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas nicht stimmt. Und es werden dir Menschen, Situationen, Worte, Informationen genau auf dieser gleichen Frequenzebene zugetragen werden, dass du sagst, ja genau, genau, das habe ich gedacht, ja genau, genau so ist es, genau, genau, du bist blöd und du hilfst mir nicht und du liebst mich nicht und genau, ihr wollt mich nicht und genau, ich habe Engpässe, ich bin immer wieder die zurück, ist all dieses Zeug, solange du das nur auf irgendeine Art und Weise tatsächlich über dich glaubst, wählst du das anziehen, wirst du das manifestieren, wird das sich dir zeigen. Und der einzige Weg ist diese innere Transformation von allem. Und ein Mittel ist diese wunderbare Meditation von Dr. Joe Dispenza. Aber was fehlt ist, der Moment, wo du entscheidest, ob du als dieses göttliche Wesen in diese Meditation hineingehst, dieses unbeschränkte Wesen. Er sagt zwar, du bist an keinem Ort, zu keiner Zeit, zu keinem Ort, Zeit, Körper, genau. Kein Ort, kein Zeit, kein Körper. Und das bedeutet aber, wenn du keins von dem bist, bist du Divine Design.
Und das fehlt. Diese Brücke ist zu machen, wenn du deine Menschlichkeit verlässt, deine alles, was Körperobjekt ist, was zu anfassen ist, dann muss es dir klar sein, was du dann bist, wie deine Energie dann ist. Und deine Energie ist perfekt. Deine Energie ist geliebt. Deine Energie ist gewollt. Und viele, viele Menschen mit Traumata oder mit abusive Vergangenheit oder mit großen Schmerzen in sich noch, mit großer Wut, die kriegen diesen Shift nicht automatisch hin. Und der muss bearbeitet werden, der muss logisch verankert werden, weil dein logisch und analytischer Verstand, der will immer verstehen, aber fütter ihn mit genau diesem Verständnis über deine wahrhaftige Herkunft, über dein wahrhaftiges Design, so dass deine innere Persönlichkeit und Identität diese wahrhaftige Energie trägt. Und dann bist du geheilt. Und dann wird es schwierig, weil der nächste Schritt ist, dass du dieses geheilte Wesen durch diese physikale, manifestierte Welt trägst. Und dass du stabil da drin bleibst, dass du verankert da drin bleibst und dass du immer wieder zu dir zurückkommst. Und jedes Mal, wenn irgendwelche unheilen Informationen zu dir kommen, dass du weißt, wie du der Transformator dieses Unheils bist in die göttliche Perfektion. Das ist dein Job. Das zu erkennen, das zu leben, das durchzuerleben, das nenne ich Divine Design Reise. Das ist die Reise. Wir sind hier, um in unser Divine Design einzutreten und es nicht mehr zu verlassen und ein Leben aus diesem Divine Design selbst, aus dieser Divine Design Identität zu kreieren. Und deswegen sage ich nicht, dass es ein höheres Selbst außerhalb von dir ist, sondern es ist ein wahrhaftiges Selbst, das in dir schon immer wohnt. Und das wird in der Spiritualität, auch in der Esoterik, immer wieder mit Herz erklärt. Aber wir, wenn wir es nicht wirklich verstehen, nehmen wieder unseren Herzensweg in einen begrenzten Kontext. Wir nehmen wieder in eine Welt der Unmöglichkeiten und nicht der absolut schon dagegebenen Schöpfungen und Kreationen. Und da kommt Neville Goddard ins Spiel, der das ganz genau erklärt. Und wenn du diese Ansichten und dieses Wissen vereins zu einer Essenz, dann weißt du, warum alle sagen, ich bin, ist Gott. Weil alles, was ich mit ich bin beschreibe, ist meine Manifestation. Und wir haben immer noch so viele Vorstellungen in uns, wo wir noch sagen, ich bin noch nicht da, ich kann es noch nicht, ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht, ja, und noch nicht ist völlig egal, wenn es keine Zeit gibt, sondern es heißt einfach Fact, Kommando, ich bin nicht gut genug. Ich bin noch nicht da. Ich bin nicht da, wo ich sein will. Ich bin nicht da. Und solange du das sagst und sagst, ich bin nicht da, wo ich sein will, aber wie könnte ich hinkommen, wie könnte ich hinkommen, wie könnte ich hinkommen, werden sich all die Antworten, die du findest, darauf beziehen, dass deine Überzeugung ist, ich bin noch nicht da. Du kannst alles haben, du kannst alles heilen, nur musst du diese innere Heilung, ich nenne es den inneren Heiler, diesen inneren Teil, der dich selber heilen möchte und deswegen im Außen auch Heilung bringt und äußere Heilung manifestiert, diesen Heiler musst du verkörpern. Und dieser Heiler ist immer gut genug. Dieser Heiler
versteht die Prinzipien der Energie, dieser Heiler versteht im Kopf, was es bedeutet, Heiler zu sein, Heilerin zu sein und als Heilerin zu wirken. Ich habe natürlich noch so viel dazu zu sagen. Das hier ist nur mal, um zu sehen, resonierst du damit? Verstehst du das? Ist es etwas, wo du dir schon lange gedacht hast? Weil das sind die meisten Stimmen, die ich höre. Wenn mir Leute sagen, das habe ich schon lange gedacht. Ja, genau, was du sagst, habe ich schon lange gedacht. Und der Punkt ist, nimm es für wahr und lebe daraus. Lebe danach. Und dann kannst du deine ganze Mission, deine Wünsche und deine ganzen Träume in dieses physikalische Leben hineinbringen. Aber es geht eben nur auf diesem Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Berater, alle Trainer, alle Helfer, alle Unterstützer, alle Coaches, alle Mentoren diese Sache verstehen, damit sie nicht mehr weiterhin ihre Klienten, die ihnen vertrauen, auf diese Holzwege der klassischen beschränkten Therapie führen. Divine Design ist die einzige wahrhaftige Heilung. Ein Zustand, in dem du bedingungslos jeden Moment eintreten kannst, weil es ist ein energetischer Zustand, den du generierst und wählst. Und wie du das machst, das lerne ich dir in meinem 3 Monate Ausbildungsprogramm Heile den Heiler, die Heilerin in dir. Wie das wirklich ist, der alle und die Dr. Joe Dispenza Retreats mitgemacht haben, jemand ist wie ich der ersten Stunde. Heile, der activate den Heiler in you, der Heiler in dir, der Heiler in dir. Und er macht diese Meditation und es ist so flüchtig. Und ich möchte dir zeigen, wie du das eben nicht als flüchtig hast, sondern als Normalzustand, dass du diesen aktiven Heiler, diese Heilerin in dir trägst, glücklich, frei und zufrieden bist, ohne dass du die Last der Welt auf dir trägst, ohne dass du versuchst, in dem Feld der Unmöglichkeiten weiterzukämpfen. So viele sogenannten Heiler oder die sich als Heiler wirklich outen, burnen irgendwann mal aus, weil sie eine Heilerphilosophie, eine Heilervorstellung haben, die sich mit ihrem Körper und ihrem Wesen so identifiziert, dass ich erdrückt werde. Und ich werde weiter darüber sprechen. Wir fangen an mit der Ausbildung Heile den Heiler, die Heilerin in dir am 1. Februar. Es sind 3 Monate, Februar, März, April, wo wir intensiv dieses Heilerwesen, diese Heilerenergie, jedes Wesen ist ausschließlich Energie. Wir geben dem Ganzen Namen und Form. Letztendlich kommt es aber nur auf die Energie an und dass diese Energie bei dir sowas on point ist, dass du tatsächlich diese Power, die du bekommen hast als Divine Design Wesen, im Außen auch nützen kannst. Und es ist intensiv. Du musst ready sein, du musst bereit sein zu transformieren. Formieren, deinen alten Seinszustand komplett zu verlassen. Und wenn du dafür Angst hast, ist es okay. Ich bin da, ich halte dich, ich halte den Raum, ich bin immer für Fragen da, aber du musst bereit sein, all in zu gehen. Deswegen ist auch der Preis nicht einfach so für viele aus dem Ärmel zu schütten, sondern es ist ein bewusstes Investment, weil es soll eine bewusste Transformation für dich sein. Es soll dich wirklich nicht nur irgendwelche Bewusstseinsarbeit machen, sondern es soll dich so tief verankern in einem Bewusstsein, dass du zweifelsohne weitertragen kannst.